Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen nachfolgenden Video zu diesem Video Vorstellung vom Server. Ja, jetzt haben wir eine neue Welt gemacht, haben hier schon mal einen OP Tower gemacht, hier ein paar Schilder beschriftet, hier ist der Spawnpunkt, hier haben wir eine Kuh und ganze Welt ist unbebaubar, weil wir die Vanilla Welt eigentlich zum Vorstellen der verschiedenen Königreiche machen und die Königreiche werden wir gleich sehen und hier kommen dann die Portale hin, da, und das wird wahrscheinlich noch größer werden, hier ein bisschen ins Wasser rein und dann große Portale sein, eins führt dann in Königreichsding, eins ins Freebuild, eins in die Farmwelt und so weiter. Und ja, in diesem Turm hat es eigentlich noch nichts, aber da werden Schilder stehen, was so ein OP eigentlich machen muss. Und ja, das kommt dann alles nachfolgend, weil alle OPs außer ich und Novolem haben momentan gerade keine Zeit. Und deshalb sind wir auch noch nicht so weit, aber ja, jetzt sind schon ungefähr 4 Stunden vorbei und wir haben schon die Welten erstellen können und ein bisschen die Kingdom-Welt, also die Königreichswelt. Und da werden wir jetzt hin teleportieren und nochmals Game Mode 1 machen. Und hier haben wir schon mal das rote Reich von mir und das grüne Reich von den anderen 4, 5 Leute gemacht. Hier sind einfach Novolems Kollegen schon mal hier. Und genau weiß ich jetzt die Architektur nicht so, aber wahrscheinlich einfach mittelalterlich. Und mein Königreich wird asiatisch, weil ich einfach asiatisch am besten mag. Muss nicht unbedingt so asiatisch sein, aber dass man einfach mal einen anderen Architekturstil hat und so weiter. Und da werde ich jetzt langsam anfangen zu bauen. Dann gibt es eine Minenbahn und wir machen die extra nicht alles gerade, dass die Schienen nur gerade laufen, sondern ein bisschen kreuz und quer und schöne Verzierungen und Muster und Sehenswürdigkeiten dazwischen. Dann geht es zwar ein bisschen länger, dass es einfach ein bisschen länger dauert, bis man an einem Ort ist, aber Hauptsache, dass es genug schnell noch ist, dass es nicht langweilig wird, dass man sitzen bleiben kann. Und dann kommen auch bei den Städten immer wieder Portale hin. Aber das muss alles noch eingestellt werden. Wir haben Essential noch nicht drin. Und wir haben eigentlich momentan nur World Edit, World Guard und World Multiverse drin. Und das ist alles. Deshalb können wir das momentan auch noch nicht machen mit den Portalen. Aber das wird bald mal möglich sein. Und dann haben wir jetzt noch andere Welten, nämlich die Freebuild-Welt. MVTP Freebuild. Da ist noch nichts gebaut wahrscheinlich. Ja, weil man sich eben noch nicht teleportieren kann, also die anderen vor allem nicht. MVTP Free, nein, Farmwelt 1. Da gibt es mehrere Farmwelten dann. Und da hat Pauli Witz schon mal gemacht, weil er es nicht teleportieren konnte. Hat er schon mal hier ein bisschen gebaut und jetzt wieder abgerissen, weil er jetzt wieder die Items rüber in die Kingdom-Welt gebracht hat. Und hier dürft ihr alles abbauen, egal was. Einfach den Spawn nicht, aber das sind sowieso 10 Meter dann, wo man nichts abbauen kann. Ja, so weit sind wir jetzt schon und jo, es geht natürlich weiter. Sind schon recht viele und 16 Leute können auf einmal drauf bleiben, plus die Owner noch dazu. Also können ungefähr 22 Leute drauf sein, weil wir ungefähr 5 Owner sind. Und würde mich freuen, wenn ihr auch kommt. Ihr dürft ein Königreich gründen, ihr dürft euren Bauplatz beanspruchen. Ich werde ihn dann sichern, dass ihr nur dort abbauen könnt und die fremden Leute nicht abbauen können. Und ja, im Forum dürft ihr dann besprechen, dürft auch Leute für euer Königreich anwerben.
Werbung machen im Forum oder einfach diskutieren über euer Reich. Und im Chat dürft ihr diskutieren, ihr dürft den TeamSpeak 3 Server haben, benutzen. Und ja, Infos gibt es eben wie immer im Forum oder hier bei meinen Videos. Was? Dragobas ist 4 Jahre? Hahaha, nee, Moment. Nur 4 Jahre? Okay, ja, also jetzt ist die Anfangsphase vorüber, jetzt kommt die Bauphase und die Plugin-Phase, also dass noch mehr Plugins reinkommen, aber wir werden nicht viele Plugins drauf machen, weil ja, am besten machen wir dann eigene Plugins, weil die Plugins manchmal ein bisschen störrisch sind und Fehler produzieren und alles Mögliche. Aber wir sorgen dafür, dass wir eben eigene Plugins einbauen können. Und ja, mal schauen, was alles noch kommt. Ich hoffe, die Leute bleiben auf dem Server und es gibt genug Motivation mit den Königreichen, dass wir auch PvP und RFR machen können. Also richtige Schlachten und so weiter. Und wenn ihr eben Wünsche habt, Vorschläge habt, alles Mögliche ins Forum schreiben und oder mir per PN Bescheid sagen oder auf dem Server selber Bescheid sagen. Und ja, freue mich riesig. Eben der Server 16 Slots, 3 GB groß und mehrere Welten. Viel Spaß also. Ja, also Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Das nächste Video kommt morgen Mittag oder Nachmittag. Und ein Let's Play kommt auch bald. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.